Max, wir wollen eine Runde Foursquare spielen und brauchen schweres Gelände. Bist du dabei? Ja, Mike, ich komme. Alles klar. An der Hecke wird die Bewegungsreichweite reduziert. Mal gucken, ob es klappt. Nee, verkackt an der Hecke. Du, Mike, ich habe echt keinen Bock mehr, die Hecke zu sein. Weißt du, das muss einfach rein. Hallo, Freunde des Tabletops und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Tabletop Hebeberg. In unserer heutigen Folge zeigen wir euch, wie ihr mit ganz einfachen Mitteln Hecken und Gebüsche baut und scheiß Orks wieder für eure Spieltische. Bleibt dran und wir sehen uns am Ende des Videos. Für unsere heutige Folge benötigen wir neben den üblichen Bastelmaterialien wie Leim, Farbe und Base-Gestaltungselemente einen handelsüblichen Allzweckschwamm, ein Stück Schrankrückwand oder Pappe für die Base und etwas grobkörnigen Kies. Im ersten Bauabschnitt nehmen wir uns unseren Schwamm. Wie gesagt, es ist ein ganz normaler aus dem Laden, den kann man überall kaufen, solche Schwämme, meistens so im 10er-Pack. Da brauchen wir nur das untere Teil, quasi die Reibefläche. Diese kann man ganz einfach abfolgen mit den Fingern. Man kann es auch abschneiden, aber wie gesagt, abpolken geht auch. So, jetzt habe ich das Ganze quasi abgepolkt. Dann knicke ich das Ganze einmal in der Mitte, um die richtige Höhe für die Hecke zu bekommen. Dann wird eine Seite damit mit Holzleim bestrichen. Und dann wird das Ganze einfach zusammengeklappt und zusammengeklebt. Da stelle ich nun ein Gewicht drauf, dass das Ganze schön fest angedrückt wird. So sieht das Ganze jetzt aus, nachdem es getrocknet ist. Dann schneide ich unten die Kante gerade ab und die restlichen Füssel, die da übrig bleiben, nicht wegschmeißen, die brauchen wir später nochmal. So, dann wird die Hecke in Form geschnitten, so wie ihr die Form gerne haben wollt, so könnt ihr es schneiden. Oben die ein paar Rundungen reinschneiden und so ein paar Wellen in die Hecke, dass es ungleichmäßig aussieht, weil so eine Hecke ist ja nicht gleichmäßig. So sieht das Ganze bei mir jetzt aus. Hier habe ich mir eine kleine Base vorbereitet. Diese besteht aus einem Stück Schrankrückwand. Da soll jetzt so die Hecke raufgeklebt werden, dazu benutze ich Holzleim. Das Ganze stelle ich dann erstmal weg zum Trocknen. Dann hier, wie gesagt, die Schnittreste, die wir weggeschnitten haben, machen wir uns jetzt klein und kleben die einfach oben auf die Hecke rauf, so wie es uns gefällt. Das müsst ihr aber nicht machen, das ist optional. Sieht halt ein bisschen wilder aus. So, jetzt ist die Hecke komplett trocken. Ich habe dann schon die Base besandet. Dazu habe ich auch Holzleim auf die Base geschmiert und einfach groben Kies raufgestreut und das Ganze trocknen lassen. So, jetzt gebe ich der Hecke noch etwas Struktur. Dazu benutze ich so eine Drahtbürste, um das Ganze etwas aufzurauen. Dann nehme ich ein dunkles Braun und bemale damit erstmal die komplette Base. Ich benutze hier in meinem Fall Abtönfarbe. Jetzt nämlich so einen hellbraunen Grauton und damit wird nun die ganze Base einmal trocken gebürstet. Schön kreuz und quer. Das gleiche wiederhole ich nun mit einem Beige. Auch dort benutze ich Abtönfarbe. Ja, dann habe ich jetzt hier so einen Dark Green Ton. Da mische ich mir etwas Farbe mit Wasser zurecht und tupfe das Ganze einfach querbeet auf die Hecke rauf, um noch einen zweiten Grünton auf die Hecke zu bekommen. So sieht das Ganze jetzt aus, ist schön ungleichmäßig geworden. Dann kann es jetzt weitergehen. Jetzt habe ich hier ein helleres Grün. Damit wird jetzt die ganze Hecke ganz grob trocken gebürstet. Und diesen Schritt wiederhole ich dann nochmal mit einem ganz krassen hellen Grün, um noch etwas Kontrast reinzubringen. Jo, und damit ist die Hecke auch schon fertig. Jetzt könnt ihr das Ganze noch
So, jetzt ist die Hecke auch fertig. Jetzt könnt ihr das Ganze noch mit Grasbüscheln und anderen Sachen verfeinern. Hier zum Beispiel habe ich noch ein paar Holzbalken rangeklebt, sodass es aussieht, als ob die Hecke in den Zaun gewachsen ist. Dazu habe ich Balsaholz benutzt. So, Freunde des Tabletops, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Habt ihr auch schon Hecken und Gebüsch gebaut? Dann schreibt uns das, zeigt uns das, schickt uns ein Foto, wir freuen uns drauf. Denkt jedenfalls immer dran, make Tabletop great again.